Hallöchen und grüß euch. Hier in diesem Video werde ich euch was richtig Gefährliches zeigen, Leute. Kommt auf gar keinen Fall zu diesem Ort, den ich euch in diesem Video hier zeigen werde, wenn ihr hohe Kosten vermeiden wollt und euer Leben euch etwas wert ist. Lasst dem Video mal einen heftigen Daumen nach oben da, falls ihr diese Secret Location noch nicht kanntet, wovon ich mal stark ausgehe. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um gar nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt einmal an. Der Grund, weshalb wir diesen geheimnisvollen und gefährlichen Ort zugleich erst kennen, ist dieser kleine Clip, den habe ich übrigens von einem Jannekin zugesandt bekommen. Vielen Dank dafür, sonst könnte ich die Familie ja überhaupt nicht benachrichtigen. Vielen Dank, dass du da mitgedacht hast und an uns gedacht hast. Jedenfalls möchte hier jemand einfach nur seine Waren vom Motorradclub abliefern. In diesem Fall ist es Kokain. Einfach Pfeiltaste nach rechts drücken über den sogenannten Drop-Off-Zonen. Dort können dann die Pakete einfach abgeworfen werden und man bekommt dann später dafür Geld. Und zwar funktioniert alles perfekt. Beim ersten Ort, er wirft einfach mit Pfeiltaste nach rechts die Waren ab, fliegt dann natürlich direkt weiter zum nächsten Punkt, um weitere Waren abzuwerfen, und dabei fliegt er ganz natürlich die Ideallinie übers Meer einfach gerade. Da kann man natürlich nichts falsch machen, es wird nichts Unerwartetes in der Luft im Weg stehen. Doch seit dem Gunrunning-Update gibt es ein paar kleine Komplikationen in dieser Mission, möchte ich einfach mal behaupten. Und zwar kommt er nun zu der nächsten Drop-Off-Zone und dort angekommen wird sein Bildschirm auf einmal schwarz. Einfach so aus heiterem Himmel wird der Bildschirm schwarz. Er rafft einfach überhaupt nichts und auf einmal, ehe er überhaupt gerafft hat, was dort passiert ist, findet er sich auf dem Land wieder. Und genau in diesem Moment ist auch die Mission zu Ende. Er bekommt einfach jetzt $126.000, weil das Spiel davon ausgeht, dass er sein Flugzeug, welches das Auslieferflugzeug war, einfach zerstört hat. Obwohl der Blackscreen einfach mal nur da war und dann alles wegteleportiert wurde. Und die Mission ist einfach beendet, Jungs. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist einfach scheiße. Stellt euch einfach vor, ihr bekommt so einen Blackscreen und auf einmal ist die Mission vorbei und ihr hättet eigentlich viel mehr Geld machen können, aber nee, gibt es nicht, weil dort eine mysteriöse Stelle im Meer ist, die Flugzeuge einfach so verschwinden lässt. Ob es nur Flugzeuge sind oder ob es vielleicht nur ein einmaliger Spielfehler ist, das werde ich in diesem Video euch einmal zeigen. Ich sage euch nur eins, es ist wirklich verdammt gefährlich. Gerüchten zufolge gibt es nämlich das Bermuda-Dreieck jetzt auch in GTA 5 Online. Dieses Gebiet befindet sich auf der Meeresseite von Paleto Bay. Um dieses Bermuda-Dreieck zu vollenden, muss man allerdings etwas nachhelfen. Und zwar ist die Natur nicht von alleine so gewaltbereit, sondern nur, wenn man eine Yacht dort platziert hat. Das ist völlig egal, welche Yacht es ist. Es muss nicht eure sein. Es kann auch eine von eurem Kumpel sein oder von irgendeiner anderen Person. Hauptsache, dort steht eine Yacht. Um dieses gefährliche Bermuda-Dreieck in GTA 5 Online etwas einzugrenzen, habe ich mich mal auf den Weg gemacht und mit meinem Helikopter einen Erforschungsflug gestartet. Und zwar bin ich hier entlang dieser Meerestiefe geflogen, welche ihr hier leicht dunkel hervorgehoben seht. Und siehe da, nachdem eine Weile lang nichts passiert ist, während ich hier entlang dieser Meerestiefe geflogen bin, wird dann doch auf einmal der Bildschirm schwarz, sobald ich die große Meerestiefe erreicht habe, die etwas größer und rundlich auf der Karte eingezeichnet war. Und wo finde ich mich? Natürlich wieder auch auf der Insel. Und es ist einfach zu heftig. Ich habe einfach gar kein Fahrzeug mehr hier. Mein Helikopter ist einfach weg. Und ich habe ihn da hinten gerade auch schon auf dem Boot wieder stehen sehen. Was zur Hölle ist hier bloß los? Und dann werde ich von dem Dorfbewohner von Paleto Bay einfach angemacht. Und gleich nochmal. Die sind wirklich richtig aggressiv und richtig zornig. Die wissen, dass die Wettergötter von Rockstar Games es nicht gut mit ihnen meinen in ihrem Dorf. Viele Leute werden jetzt vermutlich dort wegziehen. Und dementsprechend ist er natürlich wirklich sauer, denn das ist wirklich hier der Supermarktbetreiber. Und der kann ganz schnell ganz arm werden, wenn alle Leute wegziehen. Und apropos, hier seht ihr jetzt mein Heli auch wieder auf der Yacht stehen. Ja, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich da gelandet bin, aber alles klar. Jetzt fragt ihr euch doch sicherlich, ob das nur mit Helikoptern passiert oder auch mit Flugzeugen. Ich habe mich in diesem Fall mal nicht lumpen lassen für euch kleine Schlingel und habe mir einfach mal den Luxor Deluxe gegönnt. Und mit dem werden wir jetzt einen kleinen Testflug einmal durchführen und hoffentlich sind die 10 Millionen nicht in den Sand. In den Blackscreen gesetzt. So wie ihr seht, befinden wir uns jetzt wieder über dieser Meerestiefen. Jetzt kommen wir allerdings von der anderen Seite und mal sehen, ob wir jetzt hier auch wieder einen Blackscreen erhalten werden. Ich bin neugierig und oh, da ist es ja schon. Wow. Hey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Guckt unten links die Meldung. Ich habe mein Fahrzeug also zerstört. Alles klar. Vielen Dank dafür. Warum stehen unsere Beine im Boden drin? Irgendwas haben die Leute hier wirklich in Paleto Bay. Hat es mit ihnen zu tun, dieses Bermuda-Dreieck, weil die Leute hier vielleicht äußerst zornig sind? Nun schlägt der Rockstar Games Gott vielleicht zurück? Man weiß es nicht, aber jetzt will ich es auf alle Fälle wissen. Geht das Ganze auch mit normalen Straßenfahrzeugen? Jetzt fragt ihr euch, wie ich das machen möchte. Natürlich mit dem Oppressor-Bike. Ich werde mich jetzt dorthin boosten. Das kann ja bekanntlich sehr gut fliegen. Und mal sehen, ich bin guter Dinge, dass wir es auch hier schaffen. Goodbye, motherfucker!
Das war wirklich nichts. Ich verspreche euch, Leute, ich bleib dran. 5 Minuten müssen wir warten, dann kann ich Neues bestellen. In der Zwischenzeit werde ich das Ganze mal mit dem Jetski testen. Ich denke mal, wenn es mit dem Jetski klappt, also das Wegteleportieren, das Sterben im Bermuda-Dreieck, dann wird es auch mit jedem Bötchen klappen. Und jetzt bin ich an der Stelle und es passiert auch hier wieder genau an derselben Stelle wie zuvor mit dem Helikopter und dem Flugzeug. Ich werde einfach zurück zur Insel teleportiert und an diesem Timer dort unten habt ihr einfach mal perfekt gesehen, dass hier überhaupt nichts gefälscht ist. Ich kann ja wohl kaum innerhalb von 3, 4, 5 Sekunden von dort hinten hier auf die Insel zurückkommen. Das ist alles real. Das ist der derbste Spielfehler, den ich kenne. Oder vielleicht ist es auch ein Easter Egg. Aber Leute, wenn das ein Easter Egg wäre, dann wäre es auf alle Fälle richtig korrekt, wenn ich die Dinge, die ich hier zerstöre und verliere aufgrund dieses Bermuda-Dreiecks, nicht selbst zahlen müsste aus eigener Tasche. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich da in so eine gefährliche Welt komme. Das hätten sie uns doch wissen lassen können, dass es eine gefährliche Bermuda-Dreieck-Welt gibt. Ja, bist du deppert, Mensch. So, Leute, ich habe euch versprochen, ich mach's nochmal mit einem Oppressor und in diesem Fall bin ich jetzt extra mal in eine neue Sitzung reingegangen, damit ihr seht, dass es in wirklich jeder Sitzung geht. In dem Fall bin ich jetzt in einer privaten Sitzung, davor war ich in einer öffentlichen Sitzung, was natürlich sehr leicht zu erkennen war aufgrund der ganzen nervigen Leute unten links auf der Karte, die sich immer umgelegt haben. Und jetzt, Leute, wünscht mir Glück. Jetzt kommt wirklich der Masterversuch. Ich werde es jetzt versuchen, mit dem Oppressor-Bike dorthin zu gleiten. Hoffentlich schaffe ich es. Es sieht wirklich nicht gut aus. Ich dachte schon, ich sterbe hier und falle ins Wasser, bevor ich überhaupt da bin. Aber ich habe es dann doch noch geschafft, mich in den Black Screen zu retten. Und ja, Halleluja, leck mich fett. Ich bleibe hier einfach auf den Kosten sitzen, so wie es aussieht. Hier steht, mein Fahrzeug wurde zerstört. Ich kann es bei Most Neutral wieder anfordern. Dort befindet sich ein Ersatzfahrzeug. Ich dachte wirklich noch etwas, dass ich vielleicht nicht zahlen muss. Aber ja, gut. Da habe ich mich vielleicht etwas getäuscht und war zu optimistisch. Ja, seid da deppert! Mann, das ist wirklich ein gefährlicher Ort, Leute. Ich möchte ja sagen, kommt bloß nicht zu diesem Ort hin, wenn ihr euch einigen Ärger ersparen wollt. Aber ich denke mal, ihr seid hier ideale Kinder und ihr wollt es jetzt selbst erleben, wie es sich anfühlt, in diesem geheimen Ort wegteleportiert zu werden. Das ist wirklich richtig witzig. Von daher möchte ich es euch gar nicht verbieten, Leute. Macht es einfach selbst. Habt ordentlich Spaß an diesem Ort. Werdet euer Geld los, wenn ihr teure Fahrzeuge dort verliert. Ist auf alle Fälle ein richtig witziger Ort. Und ich denke mal, die meisten, wenn nicht sogar niemand, wusste davon, weil es einfach mal mit dem Gunrunning-Update da reinkam. Und so oft war ich jetzt noch nicht im Paletto Bay dort an dieser Position seit dem Gunrunning-Update. Also von daher denke ich, es ist nicht nur ein sehr gefährlicher Ort, sondern auch noch ein sehr geheimer Ort. Lasst dem Video unbedingt ein Like da, falls ihr diesen geheimen Ort noch nicht kanntet. Der ist wirklich übel heftig. Abonniert den Kanal, um gar nichts mehr zu verpassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, euer Janemann.